Aber jetzt, wo ich den Cut gemacht habe, überlege ich mir auch gerade so. Die Stadt kommt ja auch mit Möbeln auf Stufe 3, gell? Möbel, Waren, Glas. Wäre es dann nicht geschickter, bevor ich nochmal eine... Weil Möbel produziere ich ja eh schon. Warum nehme ich dann nicht die Möbel am Anfang und gehe nicht eher auf eine höhere Erdölproduktion und mache mehr Möbel? Ich muss mir jetzt gerade nochmal überlegen. Ich habe jetzt überlegt, ich mache eine Warenproduktion, weil Stahl habe ich ja schon. Wenn ich da noch Drähte zumache, dann habe ich ja eine 1A-Ding. Eine 1A-Warenproduktion. Aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite nehmen die doch auch Möbel. Wenn ich also eh schon Möbel produzieren muss für die Luxuszimmer, könnte ich doch genauso gut einfach mehr Möbel produzieren für die Stadt. Und dann erst das Stahl produziere für die Rümpfe und für die Ding. Ich glaube, so macht das Ganze irgendwie viel, viel mehr Sinn. Oder ist es nur in meinem Kopf? Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel wird doch ein bisschen... Also es fängt jetzt schon an, ein bisschen komplexer zu werden, als ich mir das dachte. So, also wir fangen wieder an. Ganz normal 4 Wasserpumpen. Wir ziehen hier wieder unser Ding rum. So, das ist zu hoch. Also eine Stufe niedriger müssen wir. Hier wieder hoch. Und da anknöpfe. So. 1, 2, 3, 4. Kamera kurz drehen. 1, 2, 3, 4. So. Dann haben wir das. Und dann überlege ich mir gerade, wäre es nicht vielleicht geschickter, sogar zwei einzelne Linien zu machen? Oder soll ich lieber eine durchgehende Linie machen? Und dann sagen, pass auf, die Möbel produzieren wir wieder hier. Weil dann kann ich mit einer kurzen Linie von hier oben, muss nicht extra eine Steigung in Kauf nehmen, halt über der Möbelproduktion und fahre dann mit dem Möbel hier rüber. Und kann dann eher eine längere Möbelproduktion hier drüben hinbauen. Ich glaube, so macht es nämlich doch mehr Sinn. Also erstmal fangen wir wieder an. Ölpumpe. Ölpumpe, Ölpumpe. Sollen wir jetzt aber gleich mehr Öl pumpen? Dann hätte ich natürlich jetzt das... Dann pass auf, wir kommen erst einmal, wir gehen von hier rüber wieder. So. Dann machen wir das so. Machen das so. Machen das so. Und dann einmal hier rum und darum. Hier rum, larum, Löffelstiel. So. Und dann fahren wir einmal außen rum. Das ist scheiße positioniert, da kommen wir nicht um den Berg. Also gehen wir hin und bauen die Ölpumpe. 1, 2, 3. So, dann sollten wir nämlich hier um den Berg rumkommen, genau. Und schließen dann einfach hier vorne wieder an.
Dann machen wir 1, 2, 3, 4. Dann sind die mit drin. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4. Sind die mit drin. So, und hier können wir eigentlich genauso machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann können wir hier mit ein paar mehr Zyklen fahren auf der kurzen Strecke. Und dann hätten wir schon einmal das. So, das heißt, dann haben wir schon einmal die Energielinie. Beziehungsweise hier machen wir es wieder genauso. Das hat sich ja vorher gar nicht so schlecht angefühlt. So ungefähr, passt. 1, 2, das langt am Anfang. Und dann würde ich quasi... Ah, warte mal, das ist jetzt wieder das, was ich vorher auch schockiert habe. Wir machen die eine Linie wieder hier rum zurück, dass wir dann hier irgendwo später wieder die Ding hinbringe. Die Möbelproduktion. Dann setzen wir nämlich gleich mal oder soll ich gleich das Stahl anfangen? Ich meine, ich habe hier keinen. Ich habe doch, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich ja hier keinen. Ah doch, tatsächlich, ich habe einen Zeppelin-Dock. Ich könnte also anfänglich gleich eine Stahlproduktion aufziehen und aber den Stahl einfach erst einmal weg verkaufen. Wäre natürlich eine Idee. Lass mal jetzt erst einmal hingehen, Industrie. Ein Stahlwerk. Hier. Dann zwei Kohlebergwerke, ein Eisenbergwerk. Pass auf, wir machen das so, kann ich hier das irgendwie, nee, da geht's nicht, gell? Ich möchte halt gern, dass die Linie ungefähr gleich lang ist, dass die gleich weit fahren müsse. Und jetzt am Anfang setzen wir dann auch nur einen Ding ein. Wenn was kommt, dann machen wir es halt irgendwie so. Dann machen wir es nämlich als erstes mal so. Zuerst wieder Wasser, dann Energie, dann Stahl, aber Stahl erst einmal verkaufe für ein bisschen extra Cash, dann die Plastikproduktion anheizen, dann die aus dem Plastik Möbel machen für die Stadt und die Überproduktion der Möbel dann hier hinschieben. Dann haben wir auch die Stahlproduktion bis dahin, können wir dann nochmal ausbauen. Und dann können wir den Stahl dann hier rüberbringen wieder an die hier und am besten gerade wieder hinterher fahren an die hier. So müsste das doch eigentlich hinhauen, oder?
Das heißt, wir fangen wieder an. Pass auf. Eine Boilerlokomotive, viermal Wasser. Zug kopieren. Zug kopieren. Zug kopieren. So, das heißt, jetzt fangen wir erst wieder mit Wasser an. Die Zugabstände, die pendeln sich nachher noch ein. So, und jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hin. Eine Boilerlokomotive, viermal Rohöl. So, du hast hier alternierend. Du hast hier alternierend. So. Zug kopieren. Zug kopieren. So. So, jetzt warten wir wieder, bis wir noch ein klein bisschen Geld da haben. Jetzt müssten wir hier wieder anfangen. Eine Boilerlokomotive und vier Waggons Energie. So, und als nächstes kriege ich die dann Energie als Ding. Ich könnte auch Beton machen, aber das ist mir zu blöd. Quarzsand ist ja da. Viermal Kohle. Viermal Eisen. Dann können wir schon mal das Stahlwerk anheizen. So, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. So, und jetzt können wir eigentlich gleich mal dann die Plastik- und dann Möbelproduktion angehen. Woche gehen wir gerade mal hin, noch kurz unsere Stahlexportlinie hier machen. Ja, das dauert natürlich schon ein bisschen länger. Okay, aber das ist dann da später noch ausbaufähig. Das ist das geringste Problem. Bin ich gerade am überlegen, baue ich die Öldinger auch wieder hierher? Ich glaube, es wäre das Geschickteste. So, das Problem ist, Stufe 2 haben wir ja eigentlich schon gleich. Also das heißt, wir gehen jetzt hin, Industrie, Kunststofffabrik. Ne, das wollte ich wieder nicht.
gleich hier mit an. So. Oh, kein Geld. Kein Geld. Nichts Geld. Im Ping Level aufgestiegen. Jawohl, ja. So. So, du gehst auch hier alternierend. Die sind noch alle am Anschlag. Die sind noch nicht keineswegs Ding. So. So, das Kraftwerk müsste man eigentlich gar nicht upgraden, oder? Ich überlege gerade, ob es einen Sinn machen würde, ein bisschen Ding hinzubringen, ein bisschen Wasser für Katalysatoren, aber eigentlich... Allerhöchstens hier noch einen Zug abzwacken, dass der Elektro, dass der Plastikdinger ein bisschen mehr Ding bekommt. So, und dann gehen wir nämlich hin. Wie gesagt, als nächstes bauen wir dann Möbel. Ja, weil Möbel, Waren oder Glas. Glas kann ich noch nicht aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich im Coupon-Shop, aber das ist mir jetzt eh egal. Wir bleiben bei Möbel, weil Möbel produzieren wir ja eh schon. Also ist es ja viel weniger das Problem, wenn wir E-Möbel zu produzieren, einfach dann unseren Möbel-Output zu erhöhen. Das heißt aber, bevor wir den Möbel-Output erhöhen, erhöhen wir jetzt erst einmal den Kunststoff-Output. So. Dann habe ich mir hier Kunststoff, Stahl... Den Stahl kommen wir dann als nächstes. Ja, passt. Ich überlege gerade, ob es sich lohnen würde, das Stahlwerk abzubauen oder noch ein zweites Stahlwerk zu bauen. Weil ein Stahlwerk kostet mich, weil ein Stahlwerk kostet mich 4000, aber der Upgrade kostet nur 2000. Also hier wäre ein Upgrade erst einmal geschickter. So, jetzt brauchen wir erst einmal die Möbelfabrik, die kostet 4000. Ich möchte jetzt aber nicht gleich am Anfang schon wieder einen Kredit aufnehmen. So, bis wir die 4000 zusammen haben, dann machen wir gerade hier noch eine kleine Spielerei. So, dann exportieren wir mal noch ein bisschen Stahl. Können wir dann alles nachher nochmal ein bisschen besser machen. Dauert aber alles wieder mit dem Ding.
muss doch nochmal einen dritten Zug hier ans Ölding, weil hier kommt jetzt eindeutig zu wenig Öl an. Leiten wir die da mal kurz um, dass da wieder mehr Öl ankommt. Wasser haben wir erst mal genug. Eigentlich bräuchte man ein bisschen mehr Energie. Aber Energie passt soweit auch. Hier haben wir genügend Öl noch drin. Stahlwerk wäre als nächstes Ding. Das da reißen wir dann eh gleich wieder weg, weil dann brauchen wir den Stahl woanders. Wobei, einen Stahl werde ich wahrscheinlich eh eine Überproduktion haben, wenn wir dann noch ein zweites Stahlwerk nochmal machen. Gucken wir mal. Als allererstes brauchen wir jetzt mal die Möbel. Möbel, 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 Möbel. So, hier geht's eins runter. Ich würde sagen, wir setzen's. Nein? Kann ich hier? Kann ich hier? Nein, da geht's noch. Nicht genug Geld für dieses Gebäude. Aber hinten dran geht noch eins. Okay, das passt ja schon einmal. Machen wir hier. Die Kunststoff zu kopieren. So, und dann können wir eigentlich macht aus einem Kunststoff ein Möbel. So, Energie rollt. Energie, Energie, passt schon alles. Passt schon alles. So. Ich sehe schon, diese Level werden nach und nach immer komplexer. So, jetzt, und jetzt brauchen wir eine Boiler-Lokomotive mit 4 Möbeln. Und dann können wir nämlich schon mal anfangen, Möbel in die Stadt zu bringen. Und hier könnten wir jetzt erstmal ein Update fahren. Weil der Möbelbauer kostet 4000, da wäre ein Update erstmal günstiger. Ich weiß nicht, wie man eigentlich bei Restadt das Produktionstempo erhöhen will. So, jetzt fehlt es hier wieder an Öl. Ah.
Wieder falscher Ding hier geklickt. So. So, hier ist noch alles gut. Die sind noch nah nicht bei 100% Auslastung. So, eine Stufe vertragt der locker. Ja, hier wäre auf jeden Fall ein zweiter Möbelbauer nett. Oder man hätte von Anfang an noch in ein zweites Ölkraftwerk investieren können und das, die ganze Produktionslinie hier noch ein bisschen nach hinten rausziehen. Bin mir noch nicht ganz so sicher. Ich meine, wir haben noch 44 Minuten von der Stunde, die wir das Ganze hier reinziehen müssen. Aber eigentlich sieht es soweit immer ganz gut aus. Jetzt sehen wir hier schon wieder fast aus, als hätten wir zu wenig Öl für die Kunststoffproduktion. Aber auf der anderen Seite ist der hier momentan ja eh schon voll. Das heißt, wir können... eine zweite Möbelfabrik aufmachen und dann gleich anschließend eine zweite Kunststofffabrik. Und hier wäre dann vielleicht doch ein Ding nicht schlecht. Ein Upgrade. Um ein bisschen mehr Energie rauszuziehen. Dann wird es sich vielleicht auch lohnen. Ach, dann Level aufgestiegen. Brauchen wir schon gar nicht mehr, wir sind ja schon so weit. So, und jetzt brauchen wir nämlich Energie, Möbel und Wasser. Und jetzt können wir nämlich eigentlich mal anfangen mit dem Luxuszimmer Kacke da. Kann jetzt höchstens noch kurz warten, bis ich die 2000 nochmal zusammen habe und dann hier nochmal ein Update fahren, aber eigentlich müssten wir jetzt anfangen, das Stahlwerk ein bisschen hochzuziehen. Das heißt, pass auf. So, fahr du nur mal kurz aus dem Weg, du wirst jetzt eh gleich gelöscht. So, Kohle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. So, und eigentlich könnte ich dich auch... So, jetzt fährt er da hoch und dann fährt er im Prinzip, brauchen wir die Block eigentlich nicht einmal verkaufen. So ist die Sache viel geschickter. So, und dann machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Ein zusätzliches Eisenbergwerk, da passt's hin. Okay, dann machen wir es anders. Eins, zwei, drei. So. Zug kopieren. So. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir jetzt doppelt so viel Kohle und doppelt so viel Eisen gleich reinkriegen, jetzt brauche ich wieder allein nicht 2000 nur für die lange Strecke dahinter. Apropos lange Strecke.
So, das heißt, wir müssen im Prinzip dann von hier nochmal eine Abzweigung machen, hierher. Aber als allererstes machen wir hier 4 Arbeiter und hier 4 Arbeiter und dann brauchen wir hier Stahl.